freue mich total, heute hier mit Coco Labouze zu sitzen, einer Burlesque-Künstlerin. Hallo Coco, ich freue mich sehr, dass du da bist. Salut. Ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, ob Burlesque eigentlich deine Sexualität verändert hat. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Auseinandersetzung mit Burlesque als solches verändert früher oder später automatisch erstmal dich selber, dein Blick, deine Haltung auf dich selber, deine Haltung deinem Körper gegenüber. Und das zieht natürlich Kreise im ganzen Umfeld. Du merkst dann auch, also selbst wenn ich einen Wochenend-Workshop mache, merkt man schon innerhalb von 2 Tagen, wie die mit Geschichten kommen. Ja, dieser Kioskverkäufer hat plötzlich ganz anders auf mich reagiert. Oder weißt du, so kleine Dinge. Ja, also auch ja, total. Mhm. Das ist so die erste Phase. Die erste Phase beinhaltet auch so dieses sexuelle Revolution und so ein bisschen in seine Weiblichkeit kommen und denken, ja, jetzt starte ich nochmal richtig durch. Das ist sehr schön, also wo du auch siehst, wie die Frauen aufblühen. Ja. Und dann kommt so die zweite Phase, wo sie merken, scheiße, ich komme jetzt aber auch so an die Grenzen des gesellschaftlichen Rahmens. Okay. Was mache ich damit? Ja. Will ich das überhaupt? Ist mir das nicht zu viel? Vielleicht habe ich Familie oder einen Beruf, wo ich nicht will, dass die das so zu sehr mitkriegen oder so. Also das ist dann eine sehr, sehr spannende Phase, weil da geht es eigentlich um die Emanzipation als solches. Mhm. Und dann kommt die dritte Phase, für die ich jetzt noch keinen Titel habe, die ich auch nicht schubladisieren will, das ist dann total individuell, was die Frauen dann daraus machen, welchen Weg sie wählen. So. Das Schöne ist einfach, es ist ein wunderbares Mittel, dich in dein Potenzial zu führen. Also in das weibliche Potenzial wieder hineinzugehen und sich stärker zu spüren. Richtig. Und sozusagen an diesen Punkt kommen, den ich auch ganz wichtig finde, wieder authentisch zu sein. Ja. Und sich nicht zu verbiegen, weil man so und so zu sein hat, ja, sondern einfach bei sich zu sein und sich zu spüren. Richtig? Ja, und so in sich zu saften. Ja. Und das zu genießen, weil oft, und ich rede aus eigener Erfahrung auch, ich hatte auch so unbewusste eigene Erwartungen, wie ich sein soll oder was ich dachte, was mein Gegenüber vielleicht von mir wollen können würde und so weiter. Es war mir alles nicht bewusst, bis ich das hat echt 37 Jahre gedauert bei mir. Bei mir noch länger. Bis ich gemerkt habe, boah, das ist ja meine Sexualität. Und je mehr ich bei mir bin und mich selber auch überraschen lassen kann von diesem Wesen, ne? Sexualität, was ja nochmal was ganz anderes ist, als was wir so im normalen Leben sind, wo ich gemerkt habe, das macht dann dem Gegenüber auch wieder mehr Spaß, weil ich einfach mehr stattfinde. Ich habe ja auch so ein paar kleine Stunden bei dir mal genommen. Ja. Weil ich wissen wollte, wie man halterlose Strümpfe sexy aussieht. Das hat mir Coco auch beigebracht, ganz süß. Und hat mir auch noch so viele kleine andere Tricks verraten, die ich auch dann mal angewendet habe. Und da muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, diese kleinen Dinge, die haben dann schon eine wirklich große Wirkung entwickelt. Und waren für mich auch wirklich wegweisend. Eine neue Form von... Nein, nicht eine neue Form, sondern eine weitere Form meiner Weiblichkeit und Sexualität zu entdecken. Yes. Mhm. War das für dich auch, alleine, dass du jetzt so quasi im Kopf hattest, ich weiß jetzt einen Trick, hat dir das Selbstvertrauen gegeben? Oder war es tatsächlich, dass du dann merktest, weil beim Gegenüber dann was passiert, wenn du halt weißt, wie die Hände bewegen? Es war beides. Mhm. Weil, also ich bin ja mit dieser Frage zu dir gekommen, weil ich ja so ein bisschen praller bin, sage ich mal. Oder mehr weibliche Nutzfläche. Mehr weibliche Nutzfläche, schöner Ausdruck. Wie zieht man halterlose Strümpfe an, ohne dass das irgendwie hier oben so am Oberschenkel so gemauschelt ist und man denkt, oh, da quillt jetzt irgendetwas raus. Yes. Und das hast du mir auch sehr schön beigebracht und das konnte ich so für mich einfach auch genießen. Also das hieß, wenn ich ein Kleid getragen habe mit diesen halterlosen Strümpfen, kam ich mir erstmal toll vor. Mm-hmm. Und das, was sich dann bei den Männern daraus entwickelt hat, das kam natürlich nochmal als Add-on obendrauf. Das finde ich sehr schön, dass es quasi nicht ist, okay, ich habe das jetzt angezogen und jetzt muss es doch funktionieren, sondern es geht um dich. Genau. Du bewegst dich anders, wenn du solche Strümpfe anhast. Und das mit den Männern oder Weibern oder auch was immer. Es sonst noch so für Genders gibt. Das ist wie so das IP, das ist wie
Erfolg kannst du nicht erzwingen, der kommt von selbst, aber wenn er kommt, dann ist es so das Lippenstiftchen obendrauf. Genau, so hat sich das für mich auch dann angefühlt. Und das war wirklich toll. Also das habe ich sehr genossen. Das freut mich. Und genieße ich immer noch. Ja, super. Genau. Funktioniert immer wieder. Was würdest du Frauen noch raten, aus deiner Sicht? Oh, don't waste your time. Wie sagt man, verschwende deine Zeit nicht mit zu viel Fokus auf das Negative. Auch zu viel des sich Verbiegens. Oh ja. Gefallen wollen. Ja. Also das habe ich auch. Das ist ein ganz großer, der ist erlebt, so in uns drin. Gefallen wollen und dadurch auch eben sehr von sich wegzugehen dann in der Sexualität. Ne? Oh ja, ja. Wir müssen, und das können nur wir selber, gut auf uns achten. Also ich muss mich selber am Händchen nehmen. Aber trotzdem sollten wir mutig sein. Das ist die Schwierigkeit. Weiter auf uns zu achten. Die Herausforderung. Genau, uns zu berühren, anzuschauen, uns experimentell weiter zu entwickeln. Und Leichtigkeit. Und Leichtigkeit, ganz wichtig. So, jetzt haben wir schon echt einige Wörter gesagt, wo man so denkt, okay, pass auf dich auf, aber sei leicht und mutig und alles. Schlussendlich. Aber da stehen wir ja beide mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Du bietest Workshops ab für Burlesque. Mhm. Ich stehe Ihnen allen als Sexberaterin zur Verfügung. Und das Schöne ist, dass wir auch was gemeinsam geplant haben. Yes. Und darüber erfahren Sie bald mehr. Jawohl. Ich sage dir nur so viel. Genau. Das Leben als Schokokeks. Genau. Und wir verraten wir noch nicht. Coming soon. Ja. Danke dir.